Rammstein, die weltweit erfolgreichste deutsche Band, von vielen geliebt, von einigen missverstanden, aber von allen gekannt. Und zwar zu Recht, denn seit Jahrzehnten sorgen die Rocker immer wieder für Gesprächsstoff. In unserem Video Die unbekannte Wahrheit über Rammstein haben wir euch daher bereits mitgenommen in die Geschichte von Rammstein und das Geheimnis ihres Erfolgs gelüftet. In diesem Video wollen wir hingegen all die Kontroversen und die unfassbaren Aktionen von Rammstein ansprechen, die im letzten Video keinen Platz gefunden haben. Mit dabei sind provokante Live-Auftritte, grenzwertige Musikvideos, heftige Interview- und PR-Momente und viele weitere unvergessliche Rammstein-Momente. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. An dieser Stelle wollen wir allen Musikfans unter euch übrigens noch die Website myvotes.de vorstellen. Bei myvotes könnt ihr sämtliche Musikvideos sehen und hören und gleichzeitig die Songtexte sehen, sodass ihr mitsingen und rappen könnt. Also schaut unbedingt mal rein, es lohnt sich. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welche Aktion von Rammstein ihr am krassesten fandet. Wir sind gespannt. Auf der Nummer 8 kommen wir zu einem Unfall, der sich ereignete, bevor Rammstein international berühmt wurde. Und zwar fand dieser Unfall im Jahr 1996 bei einem Konzert in Berlin statt. Während die Band den Song Heirate mich performte, schwebte planmäßig eine brennende Leiste über der Bühne, die sowohl für eine hitzige Atmosphäre als auch für eine spektakuläre Bühnenoptik sorgte. Etwa in der Mitte des Songs riss allerdings ein Seil, welches die Leiste trug, sodass die Leiste zu Boden fiel. Sie landete immer noch brennend im Zwischenraum zwischen Publikum und der Bühne. Viele der Zuschauer brachen in Panik aus und das Bühnenpersonal begann sofort mit der Evakuierung und den Löscharbeiten. Durch diesen Unfall kamen aber nur wenige Personen zu leichten Verbrennungen und niemand trug eine schwere Verletzung davon. Dennoch besuchte Rammstein nach dem Konzert die betroffenen Fans im Krankenhaus. Durch diesen Vorfall holte sich Rammstein bei den folgenden Shows dann übrigens Verstärkung von professionellen Pyrotechnikern, um sicherzugehen, dass so etwas nicht mehr passieren würde. Die nächste Rammstein-Aktion auf dieser Liste dürfte vielen Fans ein Rätsel sein. Und zwar betrifft sie Till Lindemanns Outfit für das Musikvideo zu dem Song Ich tu dir weh. Genau wie der Song sollte auch das Musikvideo von düsteren Farben und Outfits geprägt sein. Um etwas Abwechslung in die Optik des Videos zu bringen, kam Till Lindemann dann auf die Idee, eine Lampe in seinen Mund zu platzieren. Dies sorgte dafür, dass es im Video so aussah, als würde er aus dem Mund bzw. aus der Kehle leuchten, wenn er singt. Die Techniker beim Musikvideodreh wollten also eine Lampe in seinen Mund tun, die mit einem hautfarbenen Kabel aus seinem Mund an seinen Wangen entlang verbunden werden sollte. Lindemann wollte dies allerdings nicht, da er auf alle Fälle vermeiden wollte, dass man das Kabel im Video irgendwie sehen konnte. Also gab er den Make-up-Artists und den Technikern die Anweisung, dass sie ihm ein Loch in die Wange bohren sollten, durch welches das Kabel dann gelegt werden könnte. Auch wenn niemand dies für eine gute Idee hielt, setzte sich Lindemann durch, sodass man im Video das Kabel der Lampe nicht mehr sehen konnte. Soweit geht wohl kaum ein anderer Musiker nur dafür, dass das Kostüm komplett ist. Auf der Nummer 6 ist ein lustiger Moment mit Rammstein-Gitarrist und Gründer Richard Kruspe. Dieser wurde 2003 interviewt, weil er in dem Film Triple X mitgewirkt hatte. Dabei sagte die Interviewerin zunächst, dass sie den Film sehr beeindruckend fand, woraufhin Richard Kruspe sagte, dass ihn das sehr freue. Dies erwiderte die Interviewerin, indem sie Kruspe fragte, was er generell fühle bezüglich seines Films und dass sie seine emotionale Antwort verwunderte. Daraufhin erklärte Kruspe, dass er ein sehr gefühlvoller Mensch ist und dass auch Deutsche sehr viele Emotionen haben, auch wenn man ihnen oft nachsagt, emotional eher kalt zu sein. Dann forderte ihn die Interviewerin eher scherzhaft auf, dass er doch mal seine Gefühle zeigen sollte. Kruspe ließ sich dies allerdings nicht zweimal sagen und bewegte sich ruckartig auf die Interviewerin zu und nahm sie fest in seine Arme. Die Interviewerin kreischte erst hysterisch und war sehr irritiert und fragte Kruspe, warum er das gemacht hat. Kruspe sagte nur, sie habe schließlich gesagt, er solle seine Gefühle zeigen. Nachdem die Interviewerin den ersten Schock überstanden hatte, fragte sie Kruspe dann, ob er sie nochmal umarmen könne. Also nahmen sich die beiden erneut in den Arm und Kruspe gab ihr einen Kuss auf die Wange. Die Nummer 5 belegt eine besondere Performance von Rammstein. Und zwar die Live-Performance zu dem gleichnamigen Song Rammstein, in dem es um ein Flugzeugunglück in den 80er Jahren geht. Passend zum Thema des Songs ist auch bei der Live-Performance zu Rammstein viel Feuer im Spiel. Bei der ersten Tournee, auf der der Song gespielt wurde, trug Frontsänger Till Lindemann während Rammstein nämlich ein Kettenhemd. Das Besondere war, dass dieses Kettenhemd an Armen und Rücken mit Brennstoff bespickt war. Das Kettenhemd entflammte also während Lindemann Rammstein sang, sodass er als brennender Mensch vor dem Publikum stand. Diesen speziellen Pyrotrick konnte Lindemann nur ausführen, da er selber eine Ausbildung zum professionellen Pyrotechniker absolviert hat. Bei den neueren Live-Versionen von Rammstein wurde das Kettenhemd übrigens durch einen Rucksack ausgetauscht, der im Halbkreis um Sänger Lindemann herum Feuer speit.
Bis heute ist der Song Rammstein daher fester Bestandteil der Konzerte und darf auf keiner Tour fehlen. Kommen wir jetzt zur Nummer 4 und damit zu einem Fernsehauftritt von Rammstein. Und zwar ihrer Performance und ihren Dankesreden bei der Echo-Verleihung 2005. Für ihre Performance des Songs Keine Lust und auch für den Rest der Preisverleihung suchten sich die Band nämlich ganz besondere Outfits aus. Sie ließen sich mit Silikon bekleben, schminken und in einen Fatsuit stecken, sodass die Rocker, die sonst eigentlich alle sehr schlanke sportliche Figuren haben, aussahen, als seien sie stark übergewichtig. Laut Gitarrist Paul Landers war die Idee dahinter, absichtlich hässlich auszusehen. Normalerweise würden Bands ja versuchen, gut auszusehen und schick zu sein. Für den Echo wollte Rammstein aber genau das Gegenteil. So performten sie also ihren Song in Fatsuits und hielten auch ihre Reden in den Fatsuits. Bei den Reden machten sie darüber hinaus auch noch mehr als deutlich, dass sie wirklich keine Lust haben. Für den ersten Echo in der Kategorie Bester Rock Act des Jahres war beispielsweise das die Dankesrede. Schön. Ja. Danke. Für den Echo in der Kategorie Bester Live Act hielt Till Lindemann dann wenig später diese Rede. Dankeschön. Die anderen ziehen sich schon um. Wir wollen uns bedanken, aber eigentlich haben wir auch keine Lust. Dankeschön. Die Nummer 3 belegt eins der aktuellsten Musikvideos von Rammstein. Und zwar das Video zu der Single Deutschland aus dem neuesten Album, das den Titel Rammstein trägt. Ende März veröffentlichte die Band auf YouTube das fast 10-minütige Video, das mit einer unglaublich hochwertigen Produktion unter der Regie von Spectre Berlin überzeugte. Es enthielt zahlreiche Anspielungen auf die deutsche Geschichte und setzte sich inhaltlich mit der Spaltung Deutschlands und der Deutschen auseinander. Mit seinem poetischen Text und dem erstklassigen Video war Deutschland nicht nur ein Kunstwerk an sich. Gleichzeitig schafften der Song und das Video es, eine Nation in einer Phase der Zerrissenheit zu erfassen und eine Mentalität zu thematisieren, die unsere Zeit bestimmt. Mit dem Video zu Deutschland löste Rammstein auch durch den provokanten Inhalt also ein riesiges Medienecho aus und stieß eine Debatte darum an, wofür Deutschland heutzutage wirklich steht. Ob geplant oder nicht, ist Rammstein damit nicht nur kommerziell, sondern auch künstlerisch und gesellschaftlich ein voller Erfolg gelungen. Kommen wir als nächstes zu der jüngsten Aktion, mit der Rammstein für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Und zwar fand diese Aktion beim letzten Konzert der Rammstein-Stadion-Tour 2019 in Frankfurt statt. Bei dem Konzert vor 40.000 Menschen setzte die Band um Till Lindemann nämlich ein politisches Statement, in dem sie eine kleine Änderung in ihr Programm einbaute. Normalerweise sah der Ablauf der Show vor, dass nach dem Song Engel, der auf einer Bühne inmitten des Publikums performt wurde, alle Bandmitglieder außer Lindemann mit Schlauchbooten über die Crowd bis zur Hauptbühne schwammen, wo Lindemann sie dann empfing. Genauso lief es zunächst auch in Frankfurt ab. Allerdings empfing sie Lindemann auf der Hauptbühne auf einmal mit einem großen Willkommensschild. Dies war allerdings kein Zufall. Mit dem Schild sprach sich Rammstein nämlich für die Seenotrettung im Mittelmeer aus und machte darauf aufmerksam, dass dort tausende Flüchtlinge in lebensgefährlichen Situationen keine Hilfe erhalten. Nach dem Konzert berichteten schließlich zahlreiche Zeitungen über die Geste zum Abschluss der Tournee. Ein kleines Symbol mit großer Wirkung. Bevor wir jetzt zur letzten Aktion dieser Liste kommen, wollen wir noch einige nennenswerte Erwähnungen raushauen. Zum Beispiel die feuerspeienden Masken, die Rammstein bei der Live-Performance zu Feuer freiträgt. Oder dieses eine grenzwertige Musikvideo aus dem Album Liebe ist für alle da. Oder die waghalsige Pyroshow mit Feuerwerk, die bei Du hast eingesetzt wird. Oder als letzte nennenswerte Erwähnung Till Lindemann, der auf dem roten Teppich des Echos wortwörtlich seine damalige Freundin Sophia Tomalla abgeschleppt hat. Als letztes kommen wir nun zu einer weiteren Aktion, die im Rahmen des neuen Rammstein-Albums stattfand. Genauer gesagt betrifft sie die Veröffentlichung der zweiten Single des Albums, Radio. Statt das Musikvideo zu Radio nämlich einfach im Internet zu veröffentlichen, kamen die Bandmitglieder auf die Idee, es in Form eines Public Viewing zu releasen. Dazu ließ die Band das Video am 25. April am Alexanderplatz in Berlin mit einem riesigen Projektor auf eine Hausfassade projizieren. Über 1000 Fans versammelten sich zu diesem Anlass auf dem Alexanderplatz und feierten die Weltpremiere des Musikvideos. Gleichzeitig wurde das Video auch erstmals auf dem Fernsehsender RBB ausgestrahlt. In dem Video zu Radio wurden übrigens einige Anspielungen an die Band Kraftwerk platziert, die als eine der größten Pionierbands in der deutschen Musikgeschichte gilt. Im Song geht es passenderweise darum, wie die Bandmitglieder von Rammstein damals in der DDR heimlich Radio gehört haben und dies für sie ein Akt der Freiheit war. Und das war's mit den krassesten Rammstein-Momenten und damit auch für heute mit Wissenswert. Schreibt uns eure Meinung über Rammstein in die Kommentare und lasst uns auch gerne wissen, wie ihr dieses Video fandet und ob es Themen gibt, über die ihr gerne mal ein Video sehen wollt. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.